noch. Antonio? Ich bin gerufen. Ja, du heißt Antonio. Antonio fährt doch mit seinem Bandworkshop nach Ibiza. Die hat er auch nicht gesehen, ne? Da wird um die Döner-Eis verzehrt. So, Achtung dann! Ja, Petra aus Bobedel. Hallo Petra. Wohnen Sie bei den Bösen in der Nähe auf Bobedel? Jawohl, einen kleinen Ort in Wettmar weiter. Ah, und wie sind die so drauf in letzter Zeit? Ich sehe die nur beim Einkaufen, sonst gar nicht. Der Tagespreis ist dieses Entertainment-Paket von Funai. Es besteht aus einem 40-Zoll LED-Fernseher mit integriertem DVB-T-Tuner und einer 5.1 Roundtime-Kinoanlage mit Blu-ray-Player. Meine liebe Petra, das ist jetzt schon mal gut gelaufen. Jetzt wissen Sie, jetzt noch eine Frage? Der Preis ist toll. Fragen habe ich im Moment keine. Der Talk ist im Set. Ja. Gabi, wollen den Talk im Set machen bitte? Ganz kurz und die Formats dann und dann. Wie lang ist der Song? Der ist 4 Minuten ein bisschen. Sicher? Ja. Ist mir jetzt übermittelt worden. Ja, Ingo hat irgendwie sein Headset funktioniert nicht, der kann mir das nicht sagen. Ja, außen sind wir wieder bei euch draußen und zum Live-Teaser Eis sorgen. Ganz besonders stolz auf seine Begegnung mit Ali. Frag nochmal Stefan, er soll nochmal fahren, wie lange das ist. Gabi, kannst du, ich habe gerade ein Verständigungsproblem mit Ingo, kannst du die Band bitte fragen, wie lang der Song ist? Ein bisschen über 4 Minuten. Die haben wir, dann müssen wir aber natürlich mit dem Talk, dann muss der Talk wirklich knackig und kurz sein, damit wir es auch ausspielen können, ja? Hat in London nicht nur seine Olympics Collection vorgestellt, er hat auch über seine Sie wollten die auf dem Format schon noch da machen? Oder eigentlich besser in der Deko oder in der Sonderdeko mit den Jungs? Ja, aber das ist ja jetzt die Eltern, die denken, ja. Aber ich habe noch keine Katze gesehen, die so schön ist. Oder zum Mut? Bitte? Wenn Sie das jetzt alleine machen, dann haben wir ja mehr Zeit für den Kurztalk danach. Genauso schön, oder? Ja. Dann ist es schöner, wenn Sie vorher raus können. Selber zu produzieren und deine 2 Platten, die du jetzt auf dem Markt hast, selber produziert hast und sehr erfolgreich. Was war denn der Grund für die Entscheidung? Ich wollte einfach frei sein. Also ich fand einfach diese ganze Art zu arbeiten, wo es ziemlich viel um Geld geht und eigentlich mir zu wenig um die Musik, fand ich einfach nicht cooler, dann wollte ich cooler. Ich verstehe das immer gar nicht, weil ich selber überhaupt nicht in der Musikbranche
tätig bin, was heißt denn da? Wo reden wir denn dann Plattenfirmen rein? Was konntest du jetzt selber verwirklichen?